Ich weiß nicht, wie ich so lange rennen konnte. Mittlerweile graute der Morgen und ich lief immer noch wie verrückt durch den Wald, auf der Suche nach irgendein Anzeichen von Zivilisation. Ab und an drehte ich mich im Lauf um, um meinen Verfolger zu sehen. Dieser aber schien nicht allzu nah zu sein, doch dröhnten seine Schreie in einen unerträglichen, lauten, wütenden und hasserfüllten Ton hinter mir her. Er war hier irgendwo. Und obwohl es langsam warm und immer heller wurde, brachte Rake seine Verfolgung nicht ab. In mir aber machte sich die Erschöpfung breit. Sollte ich nicht bald einen Unterschlupf oder irgendwas dergleichen finden, würde ich zu weit zurückfallen und zerfleischt werden. So richtig realisiert habe ich es immer noch nicht. In meinem Kopf ist es immer noch nicht angekommen, dass es dieses Ding wirklich gibt, dass es mich wirklich töten will. Oder wird. Der Fichtenwald eignete sich nicht, um darin herumzurennen. Mehr als einmal stolperte ich über einen Ast oder umgefallene Bäume und mehr als einmal riss ich mir eine weitere Wunde an einigen der Ästen auf. Doch ich spürte keinen Schmerz, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich nicht verletzt war. Nur ein kleines Drücken durch die Pranke des Rakes ausgelöst, ließ sich auf meiner Brust fühlen. Meine Brust, die inzwischen blutüberströmt war. Ziellos stolperte ich weiter voran. Doch trotz meiner Mühe kamen die markerschütternden Schreie erbarmungslos näher. Ich konnte nicht mehr. Dann, als die Sonne weit genug am Himmel stand, um von einem sommerlichen Morgen sprechen zu können, erblickte ich eine Autobahn und an dieser eine Raststätte. Die Hoffnung kam zurück und Freude umfing mich, als ich aus dem Wald heraustrat und über den Asphalt des LKW-Platzes in Richtung des Gebäudes lief. Ich fiel praktisch durch die Glastür und auf die Fliesen des kleinen Geschäftes, welches wie jeder andere Tankstellenshop aussah. In diesem Moment aber ein Symbol der Rettung gleichkam. Atemlos, voller Blut, aber glücklich nahm ich zwei Bedienungen und einen Trucker sowie Familie zur Kenntnis, die sich um meinen mitgenommenen Körper versammelten. Endlich wieder Kontakt zu Menschen. Ich war unfassbar froh. Mir wurde aufgeholfen und ein Stuhl geholt, was ich dankbar geschehen ließ, auch wenn ich kaum aufrecht sitzen konnte. Mir wurde immer mal wieder schwarz vor Augen. Ich hatte nur eingeschränkt Kontrolle über meinen Körper. Sogleich brachte man mir etwas zu trinken, etwas zu essen und etwas, um meine Wunden zu versorgen, was ich ebenfalls bereitwillig annahm. Dann aber wurden mir die Umstände meiner jetzigen Situation wieder bewusst. Er musste dort irgendwo sein. Allerdings beschloss ich, niemanden von ihm zu berichten, zumindest noch nicht. Meine Mitmenschen beruhigten sich wieder, die Angestellten begannen den Boden zu säubern, was mir peinlich war, und die Familie setzte sich wieder zu ihrer Mahlzeit. Was zur Hölle ist eigentlich mit Ihnen passiert? Sprach mich der Trucker an, als ich aus dem Fenster über den weiten Parkplatz sah. Ich war noch nicht ganz regeneriert und er musste mich ein zweites Mal fragen, bevor ich ihn überhaupt bemerkte. Oh, entschuldigen Sie, ich bin noch etwas außer Fassung, antwortete ich. Der Mann, der mir nun gegenüberstand, war etwas übergewichtig und mittleren Alters. Ein typischer Trucker, sogar mit Cap und einem leichten Bartansatz. Ich weiß selbst nicht so recht. Ich bin von diesem Wald dort hinten gekommen und habe mich mehrmals hingelegt. Bin halt kein Naturmensch. Sind Sie sich da ganz sicher? Entgegnete mir der Mann. Sie sehen aus, als ob man sie verprügelt und halb zerrissen hätte. Außerdem waren sie mit Blut besudelt und jetzt wollen sie mir tatsächlich erzählen, sie wären nur durch den Wald gegangen? Bevor ich mir eine Antwort zurechtlegen konnte, kam eine Bedienung hinzu und warf schockiert ein. Oh Gott, es war doch aber kein Bär, oder? Ich meine, was denn sonst? Ich wusste, dass man mir nicht glauben würde, würde ich von ihm erzählen. Deswegen behauptete ich, dass ich mich gleich äußern würde, nachdem ich mich erholt hätte. Und Sie wollen nicht einmal die Polizei rufen? Fragte der Trucker skeptisch. Nein, danke. Gleich. Vielleicht brauche ich etwas Zeit, okay? Er nickte mit einem zweifelnden Blick und setzte sich an seinem Tisch zurück. Draußen konnte ich nichts Untypisches erkennen, was mich sehr beruhigte. Dann beschloss ich, auf die Toilette zu gehen, um mich noch einigermaßen zu säubern. Dort angekommen, wusch ich mir das Restblut aus dem Gesicht und weitestgehend aus den Klamotten. Insgesamt sah ich tatsächlich ziemlich fertig aus, auch ohne das Blut. Die Wunden waren letztendlich nicht besonders tief, sodass es wohl ein paar Narben, aber keine größeren Folgen haben sollte.
Mein Rücken dagegen schmerzte durchgehend. Ich vermied so viele Bewegungen wie möglich. Das Wasser weckte mich ein wenig auf und abermals wurde ich mir meiner mehr als unangenehmen Situation bewusst. Zunächst einmal war dort immer noch der Rake, der mich ganz sicher töten will. Und noch dazu kommt, dass ich mich wohl kaum jemals wieder auch nur in die Nähe meines Hauses wagen kann. Zu hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Biest mich genau da erwartet. Ich mag es nicht zugeben, aber um ehrlich zu sein, hatte ich bisher einfach nur unglaublich viel Glück gehabt. Ein zweites Mal wird es mich nicht gehen lassen, da kann ich mir sicher sein. Generell ist es scheinbar auffallend intelligent für etwas Nicht-Menschliches. Aber was ist es denn überhaupt? War es mal ein Mensch oder was? Von den Gliedmaßen her könnte das der Fall sein, jedoch mussten die Umstände dieser Verwandlung von Mensch zu Monster bei diesem Ergebnis wirklich enorm gewesen sein. Mir fielen Filme über irgendwelche fehlgeschlagenen Testobjekte des Militärs in den Sinn. Im Nachhinein erinnerte es auch ein bisschen an diese Wesen aus irgendwelchen Alien-Filmen. Aber beides scheint mir irgendwie... Es trifft einfach nicht ganz zu. Ich konnte es nicht verletzen, weder mit meinem Messer noch mit meiner Pistole. Ich hatte es ja nicht einmal angekratzt, geschweige davon, dass es meine Angriffe überhaupt wirklich zur Kenntnis nahm. Ich war unfähig, mich gegen dieses Ungetüm, gegen dieses Wesen aus einer Albtraumwelt zu wehren. Letztendlich bin ich doch gezwungen, der Öffentlichkeit Bericht zu erstatten. Ich musste die Polizei alarmieren. Doch inmitten all dieser Gedankengänge erklang plötzlich wieder ein schriller, langgezogener, wütender Schrei, wie er nur von einem verursacht werden konnte. Und nur einer konnte so viele Menschen gleichzeitig schreien lassen, dass auch ein Unbeteiligter wusste, wie sich ein grauenvoller Tod anfühlt. Ich konnte abzählen, dass er sie alle getötet hatte. Jeden einzelnen. Die wahre Angst vor dem Tod ist nicht nachvollziehbar für die, die ihm persönlich nie nahe waren. Umso schockierender und surrealer wirkt es dann, wenn man dann zum ersten Mal seine Hände und Beine unkontrolliert zittern sieht. Dagegen kann man nichts machen, es passiert einfach. Wenn man ungewollt blinzelt, schwitzt und keinen klaren Gedanken fassen kann. Wenn der Puls beginnt zu rasen und der Atem sich nicht länger kontrollieren lässt. In so einem Moment ist man wach. Wahrhaftig wach, wacher als in irgendeiner anderen Situation. Und trotzdem wirkt alles unecht. Man hält es bis zuletzt für unlogisch, für unrealistisch, dass man sterben könnte, selbst wenn man dem Tode Auge in Auge gegenübersteht. Wer oder was auch immer dieser Tod genau ist, ist für jeden sichtlich unterschiedlich. Der Tod kann alles sein, ein herunterfallender Ast, ein Auto, Hunger, Durst oder ein abstürzendes Flugzeug. Der Lauf einer Pistole. Doch das alles ist nichts gegen die primitive Urangst, die man verspürt, wenn man auf das Erbitterste von einem grausamen Raubtier verfolgt wird. Von einem Raubtier, welches dir in jeglicher Hinsicht überlegen ist. Eines, welches ohne weiteres tötet und sich selbst nicht töten lässt. Und genau ein solches Raubtier verfolgt mich nun seit gefühlten Wochen. Dabei sind es nicht einmal 2 Tage. Und egal wie oft ich wegrenne, wie weit und wie schnell ich Distanz wettmache, egal wie viele Menschen zwischen ihm und mir stehen, das ist ihm vollkommen gleichgültig, denn es geht hier längst nicht mehr um irgendein Raubtier-Beute-Verhältnis. Nein, ich habe mir den Rake zum Erzfeind gemacht und er wird alles dran setzen, mich zu töten. Er will mich töten, weil ich ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Weil ich nicht dann starb, als er es wollte. Ich habe das Gefühl, dass er mich nicht nur visuell verfolgt, sondern grundsätzlich irgendwie weiß, wo ich mich aufhalte. Und jetzt ist er wieder auf dem Weg. Er hat alle in der Raststätte getötet. Ich habe Kinderschreie gehört und Schreie von Erwachsenen. Der Unterschied liegt nur in der Stimmlage. Der Schrei selbst ist immer gleich und voller unfassbarer Angst. Abermals musste ich flüchten. Denn er hätte mich hier auf der Toilette früher oder später gefunden und ich befand mich sicherlich schon eine halbe Stunde dort. Meine Wunden hatten mich eingeschränkt, aber noch nicht so weit, dass ich aufgegeben hätte. Also beschloss ich, die Treppe wieder hochzugehen, mit der Hoffnung, per Anhalter irgendwie flüchten zu können. Ich versuchte, kein Geräusch zu machen und bewegte mich sehr langsam und vorsichtig.
und dann befand ich mich wieder in dem Verbindungsraum zwischen Toiletten und dem Kiosk. Ich wendete meinen Blick vorsichtig zur Glastür und konnte das überall verspritzte Blut sehen. Mehr Blut, als ich jemals in meinem Leben zuvor sah. Und dann fielen mir auch die Leichen ins Auge. Kaum noch identifizierbar, da sie vollkommen blutrot gefärbt waren. Sie lagen nicht einfach nur da, sondern waren brutal zerfetzt worden. Ich sah Arme, Beine, Gedärme. Auch dieses Bild war so unglaublich surreal. So, als ob man einen Film sehen würde, aber wesentlich echter. Dann wurde ich meiner Situation wieder bewusst und erwachte aus meinem kurzartigen, transähnlichen Zustand. Sicherlich war er noch hier, irgendwo. Ich war viel zu aufgeregt, um mich großartig zu übergeben. Stattdessen blickte ich mich panisch um. Mich beunruhigte es zunehmend, dass ich nicht wusste, wo er war. Meine Augen suchten den ganzen entstellten Raum ab, aber er war tatsächlich nicht hier. Panik erfasste mich. Wieder steigerte sich die Intensivität meines Atems und mein Atem wurde auch spürbar schneller. Dann aber erhaschte etwas anderes meine Aufmerksamkeit. Zunächst musste ich genauer hinhören, aber dann erkannte ich den vertrauten Klang. Der Klang von einer Polizeisirene. Vielleicht meine Rettung. Ich rannte hoffnungsvoll hinaus auf den weiten leeren Parkplatz und erblickte den graublauen Mercedes mit tönenden Martinshorn. Ich fuchtete wild mit meinen Armen herum und rief so laut ich konnte. Die Beamten wurden aufmerksam und hielten etwa 15 Schritt von mir entfernt an. Zwei Polizisten stiegen aus und forderten mich sogleich auf, die Hände über den Kopf zu heben. Damit hätte ich rechnen sollen. Vermutlich hatte die Tankstellenangestellte noch irgendwie die Polizei alarmieren können. Diese dachten jetzt vermutlich, ich wäre der Mörder. Ich versuchte noch zu erklären, dass ich selbst nur ein Opfer war und wollte sie dazu drängen, mich schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Jedoch glaubte man mir natürlich kein Wort. Mir wurden Handschellen angelegt und ich musste mich auf den harten Asphalt legen. Mein Messer wurde mir noch weggenommen. Das Blut daran war allerdings schon erkennbar älter. Die beiden waren sichtlich nervös und ich war mir nicht sicher, ob ich es gut finden sollte, dass ich eventuell in einem Gefängnis sicher wäre, wenn auch auf Kosten meiner Freiheit. Es wurde Verstärkung angefordert. Erst dann ging der ältere Beamte in die Tankstelle. Ich sah noch, wie er die Glastür öffnete und er hineintrat. Im nächsten Moment lief er direkt wieder heraus und übergab sich. Ach du Scheiße, entfuhr es ihm, als er zurück zu uns stolperte. Er schaute mich nur fragend an und wusste nicht recht, wie er reagieren sollte. Wieder machte sich die Angst in mir breit. Wir sollten von hier verschwinden. Bitte, wir müssen weg von hier, sonst wird dieses Mistvieh uns alle aufschlitzen, schrie ich. Und ich erreichte damit nur, dass ich härter auf den Boden gepresst wurde. Hören Sie doch verdammt nochmal, fügte ich wütend hinzu. Er scheint wirklich nicht der zu sein, der das da veranstaltet hat. Zu wenig Blut an seiner Kleidung. Und zu sowas ist er allein psychisch nicht imstande. Sein Messer ist vor allem zu kurz, erklärte der Polizist, der die Tankstelle überprüft hatte. Ich verständige die Zentrale, antwortete der Jüngere, der mir netterweise sein Knie auf den Rücken gedrückt hatte, um mich auf den Asphalt zu halten. Nach einiger Zeit waren wir dann tatsächlich auf dem Weg zu einer Station in der Nähe. Mir wurde ausdrücklich verboten zu reden, was aber in meiner psychischen Verfassung ohnehin nicht einfach gefallen wäre. Ich hatte ein verdammt schlechtes Gefühl, nämlich, dass das allein ich diese Tode zu verantworten habe und diese Blutspur im Endeffekt mein trauriger Verdienst war. Auf der Fahrt fing ich dann irgendwann an, mich mehrmals zu übergeben. Der Angstschweiß kam wieder. Genau wusste ich nicht warum. Zwar war der Rake momentan vielleicht nicht in der Nähe, aber er hatte die Verfolgung nie und nimmer aufgegeben. Nein, er hatte erst jetzt damit begonnen, mich zu jagen. Würde ich jemals wieder Ruhe finden? Eigentlich ist mein altes Leben keine 30 Stunden her und doch fühlt es sich so an, als wären Jahre seitdem vergangen. Ein Gewitter zog auf. Ich verkroch mich verängstigt im Rücksitz. Bei jedem Blitz sah ich den Rake vor meinem inneren Auge, wie er sich durch die Leute an der Tankstelle metzelte, wie er sogar Kinderleben auslöschte und erbarmungslos seine Klauen in die Körper dieser Menschen rammte und sie ausweidete. Bei jedem Donnern konnte ich ihn innerlich hören, seinen langgezogenen, hasserfüllten Schrei. Während der Fahrt war ich eingeschlafen. Ich habe geträumt von schrecklichen Dingen
so dass ich im Schlaf sogar einen Nackenschauer bekam. Ich träumte, wie ich ihnen wieder begegnete. Es war an einem sommerlichen Mittag auf einem unendlich weiten Weizenfeld. Durch dieses Feld streifte ich, auf der Suche nach ein bisschen Ruhe. Und dann saß er da, mitten im Feld, und es wurde schlagartig Nacht. Er starrte mich einfach nur an, regungslos, die ganze Zeit. Ich wollte aufwachen, konnte mich aber nicht bewegen und war gezwungen, ihn einfach nur zurück anzustarren. Er traf mich und ich fand mich wieder liegend neben meinem Jeep vor dem Wald. Wieder gab ich 3 Schuss ab und jedes Mal, wenn eine Patrone ihn hätte treffen müssen, löste er sich einfach in Rauch auf und stand plötzlich an einer anderen Stelle. Ich rappelte mich auf, hatte mein Messer in der Hand und sah mich wieder hinter mein Haus im Wald, wie ich es bereits erlebte. Ich stach auf den Rake ein, aber er fing meine Hand ab und sah mir erneut einfach nur in die Augen. Verständnislos, so als ob mein Widerstand schlicht keine Bedeutung für ihn hatte. Ich war wie eingefroren und dann sah ich seinen anderen Arm ausholen, seine Hand mit den 5 langen Fingern, die wie Säbel alles durchtrennten. Sie trafen nicht mich, sondern den Trucker. Wir waren wieder in der Tankstelle und diesmal sah ich mit meinen eigenen Augen, wie der Rake sie alle tötete. Er schnitt den Kopf des Truckers in Scheiben, tötete die Eltern des Kindes und ließ sie vor dessen Augen ausbluten. Das kleine Mädchen war vielleicht 11, vielleicht 12 Jahre alt. Das Leben ist kein Hollywood-Film. Wie konnte ich erwarten, dass sie schnell genug wäre, um zu entkommen? Dann waren wir wieder im Feld. Diesmal war es Tag, aber dunkel. Gewitterwolken waren aufgezogen und verdunkelten die Sonne. Es regnete auf mich herab. Kein Wasser, sondern Blut. Literweise Blut goss auf mich herab und der Rake stand einfach nur vor mir. Er blickte auf mich herab, schüttelte den Kopf. Erst dann erwachte ich schreiend im Rückraum des Polizeiwagens. Draußen gewitterte es noch immer. Ich war nass von meinem Schweiß. Einer der Polizisten beruhigte mich, gab mir etwas zu trinken und wies mich dann darauf hin, dass wir wohl bald ankämen. Am frühen Abend stiegen wir aus und betraten eine kleine Polizeistation am Stadteingang. Mir wurden keine Fragen gestellt. Ich war auch nicht in der psychischen Lage, sie beantworten zu können. Sie boten mir an, in einem nahegelegenen Hotel zu schlafen. Das Zimmer war bezahlt für eine Nacht und einen Morgen bis 12 Uhr. Ich nahm dankend an und fühlte mich seit gefühlten Monaten endlich wieder einigermaßen sicher. Als ich dann gegen 21 Uhr in meinem Hotelbett saß, endlich wieder geduscht und neu gekleidet, sah ich zum ersten Mal die Nachrichten. Und tatsächlich wurde von ihm, den Rake, berichtet. Allerdings nahmen die Presse und die Behörden immer noch an, es würde sich bei ihm um irgendeinen gewöhnlichen, durchgedrehten Mörder handeln. Es gab auch keine Fotos oder Videos, dafür nur den Bericht von den gefundenen Leichen auf der Autobahntankstelle. Ich nahm mir vor, am nächsten Tag eine ausgiebige Aussage zu machen, um die Leute zu warnen, denn sie wussten nicht, womit sie es zu tun hatten. Bevor ich dann einschlief, völlig erschöpft von der Flucht und den Erlebnissen, fragte ich mich noch, ob man mir wohl glauben würde. Aber das war mir egal. Vermutlich war die Psychiatrie für mich von den Behörden schon längst bezahlt. Tatsächlich schlief ich ein letztes Mal. Auf der Digitaluhr leuchtete eine grüne 24, als ich dann die Geräusche hörte. Erdgeschoss, ein Schrei, ein weiblicher Todesschrei von der jungen Dame an der Rezeption. 2. Stock, ein Mann, vermutlich jemand, der später nach Hause kam. 4. Stock, noch ein weiterer Mann. Ich konnte abzählen, dass er noch genau 5 weitere Schritte machen konnte. Dann knallte er zu Boden. Wenige Sekunden ein weiteres, kräftiges Poltern. Ein letzter Schrei. Dann hörte ich ihn. Er kam das Treppenhaus hoch. Ich konnte jeden seiner Schritte hören. Konnte ihn hören, als die Tür für diesen Korridor einfach aus der Verankerung gerissen wurde. Ich konnte auch hören, wie die ältere Frau nebenan aus ihrem Zimmer trat. Sind Sie denn verrückt? Hörte ich noch die alte, zittrige Stimme sagen. Sie schrie nicht mehr. Ich glaube, er hat sie schnell getötet. Ich hielt inne. Wegrennen? Wohin denn? Warum denn? Sekunden, die wie Stunden vergingen, Momente, in denen man den eigenen Puls hört, weil alles so still ist. Dann hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Selbstverständlich kein höfliches, sondern ein unmissverständlich lautes Pochen. 3-mal. Aber wir wussten ja beide, dass ich wach war.
Ich beschloss, ein letztes Mal nach draußen zu treten, auf den Balkon des Zimmers. Meine Zeit war wohl doch noch gekommen. Ich schob die Glastür und die Gardine beiseite und erschauderte leicht, als meine nackten Füße die kalten Fliesen des Balkons betraten. Ich mich auf einen der Plastikstühle und blickte zum Vollmond empor. Ein paar Wolken streiften den Nachthimmel, Grillen zirpen, einige Autogeräusche aus der Innenstadt. Eigentlich wunderschön. Mein letzter Seufzer, als gleichzeitig hinter mir die Tür zerbrach.